Guten Abend, Skifahrer for Future. Wir sprechen gleich mit ÖSV-Sportler Julian Schütter, der vom Weltskiverband mehr Klimaschutz fordert. Ein Bericht über die Mega-Fusion der UBS mit der strauchelnden Credit Suisse und der Stand der Verhandlungen rund um eine mögliche Mietpreisbremse. Viel Zeit bleibt da ja nicht mehr. Schön, dass Sie dran sind. Herzlich willkommen bei der ZIP3. Wir beginnen die Sendung mit den aktuellsten Entwicklungen heute Abend. In Frankreich kommt es derzeit wieder zu Protesten und Ausschreitungen in verschiedenen Städten. Auslöser ist erneut die umstrittene Pensionsreform. Statt mit 62 soll man in Frankreich künftig erst mit 64 in Rente gehen dürfen. Bilder von Ausschreitungen auf den Straßen von Paris. Die aktuellen Demonstrationen beginnen, nachdem bekannt wurde, dass die französische Regierung zwei Misstrauensanträge der Opposition nur knapp überstanden hat. Weitere nationale Streiks sind jetzt für Donnerstag angekündigt. Und damit zum größten Thema. Der Planet erhitzt noch schneller. Und die Folgen sind noch verheerender, als man anfangs gedacht hat. So steht es im neuen Weltklimaratbericht. 800 verschiedene Top-Expertinnen und Experten aus insgesamt 90 Ländern haben daran gearbeitet. Und sie sagen, wenn wir die schlimmsten Folgen der Erderhitzung verhindern wollen, müssen wir die CO2-Emissionen bis 2030 um die Hälfte reduzieren, ausgehend vom Stand 2019. Und danach sieht es, so die aktuelle Prognose, überhaupt nicht aus. Das ist spürbar. Auch für diejenigen, die das halbe Jahr in den Wintersportgebieten verbringen, wo sie allerdings immer weniger vom Winter erleben. Aus der Welt der Skisportler regt sich jetzt Widerstand. Unser Sport ist in Gefahr. Mit diesem Appell wenden sich vor kurzem fast 500 Wintersportathletinnen und Athleten an den Internationalen Skiverband und seinen Präsidenten Johann Eliasch. Ihr Anliegen? Mehr Klimaschutz von Seiten der FIS. Der Verband soll bis 2035 klimaneutral werden. Gefordert wird das in einem offenen Brief, den auch Stars der Szene wie Michaela Schifrin unterschrieben haben. Denn wenig Niederschlag und warme Temperaturen treffen den alpinen Wintersport besonders hart. In der vergangenen Saison mussten vor allem im Herbst mehrere Rennen abgesagt werden. Die FIS betont: Für die FIS hat es absolute Priorität, hier Akzente zu setzen. Wir haben gesagt, wir wollen den CO2-Ausstoß bis 2030 um 50% reduzieren. Und wir sind der erste Sportverband der Welt, der CO2-positiv abgeschlossen hat. Und das werden wir fortsetzen. Für Julian Schütter ist das zu wenig. Der 25-jährige ÖSV-Rennläufer ist Initiator des Briefes und verlangt volle Transparenz über die Klimabilanz der FIS-Aktivitäten. Öffentlich ist die nämlich noch nicht. Und mein Gast dazu heute ist der ÖSV-Rennläufer Julian Schütter. Guten Abend nach Innsbruck. Guten Abend. Als Profi-Skifahrer beschränkt man sich ja normalerweise vor allem auf eines, nämlich möglichst gut Ski zu fahren. Sie haben eine Petition gestartet, in der Sie den Ski-Weltverband dazu auffordern, mehr Klimaschutzmaßnahmen im Wintersport zu setzen. Warum war Ihnen das so ein Anliegen? Ja, weil ich, wenn ich jetzt 60 Jahre alt bin, auch noch gern Tiefschneehänge runterwählen würde. Und das schaut halt aus, als würde man das nicht kennen, wenn wir so weitermachen. Es hat während den Sommermonaten im August, September, wo man normalerweise immer die Vorbereitung startet, in Europa so wenig Trainingspisten geben, weil die Gletscher einfach so schnell zurückgehen, dass ein paar Athletinnen die erfolgreichen Gurten halt noch ein paar Trainingspisten gefunden haben, ein paar andere nach Südamerika oder halt auf die südliche Hemisphäre ausgewichen sind und die ganzen Nachwuchsmannschaften haben einfach später mit einem Training, mit einer Vorbereitung anfangen müssen, weil es keine Trainingspisten gegeben hat. Das heißt, viele Sportlerinnen und Sportler können im Sommer gar nicht trainieren, sagen Sie. Jetzt hat der Skiverband, die FIS, ja auch schon auf den offenen Brief reagiert und gesagt, der Klimaschutz hat oberste Priorität bei allem, was man tut. Bald will man auch eine Klimastrategie öffentlich machen. Und außerdem gibt es dann auch ein Regenwaldprojekt. Und durch dieses Projekt ist der Ski-Weltverband ja auch schon klimapositiv. Ist das alles nicht genug? Ja. Dieses Klimapositiv muss ich leider anzweifeln, weil es dafür keine überprüfbaren Daten gibt, keine Transparenz. Und wir
in jüngster Vergangenheit schon gelernt haben, dass so Regenwaldprojekte sehr kritisch zu hinterfragen sind. Mhm. Wir reden gleich nochmal über das Gespräch, das Sie jetzt auch mit der FIS am Laufen haben. Aber Sie haben für den Brief insgesamt an die 500 Unterstützerinnen und Unterstützer, sehr namhafte Sportlerinnen und Sportler. Ein Name fehlt aber. Der wohl erfolgreichste Rennläufer der Gegenwart, Marco Odermatt, hat seine Unterschrift verweigert, hat sinngemäß gemeint, ich kann da nicht mitmachen, weil natürlich muss ich hier und da in ein Flugzeug steigen als Weltcup-Fahrer. Wer das als Sportler nicht will, soll nicht Weltcup fahren. Danach gab es heftige Kritik von Greenpeace. Was meinen Sie, hat er seine Vorbildfunktion mit dieser Aussage verfehlt? Ich verstehe diese Meinung und mir ist bewusst, dass sehr viele SportlerInnen, vor allem SkifahrerInnen, ungefähr diese Meinung auch haben. Ich glaube, er unterschätzt dabei wirklich seine Vorbildwirkung und er hat auch nicht ganz verstanden, dass es in dem Brief nicht darum geht, Individualentscheidungen irgendwie herbeizuführen, sondern dass es um die Rahmenbedingungen geht, in dessen man diesen Sport betreibt. Haben Sie seine Handynummer? Sie könnten ihn ja anrufen und ihm das nochmal erklären. Vielleicht unterschreibt er dann doch. Die habe ich nicht, nein. Leider. Na, das können wir dann vielleicht herausfinden. Da gibt es noch ein Gespräch. Nun ist der Skisport nur ein kleiner Teil des weltweiten und auch des österreichischen Klimageschehens. Ich möchte Sie jetzt nicht dazu bringen, eine Partei oder eine Regierung zu kritisieren. Aber was geht denn in Ihnen vor, wenn Sie mitverfolgen, wie denn die Debatte rund um Klimawandel, Klimaschutz in Österreich verläuft? Ja, meistens eher enttäuscht. Ich finde es ein bisschen schade, dass das größte Thema immer noch irgendwie Protestformen von Aktivisten sind und nicht deren Forderungen bzw. Klimaschutz allgemein. Wir sollten viel mehr darüber sprechen, wie man es klimaschützen will und nicht, wie man protestieren darf und wie nicht. Der Maßstab von Klimapolitik kann nur die Einhaltung der Klimaziele laut Pariser Klimaabkommen sein. Und auf diesem Maßstab versagen wir aber komplett. Das Gespräch haben wir heute Abend aufgezeichnet. Nächstes Thema jetzt, die Zukunft der Credit Suisse, eine der größten und wichtigsten Banken der Welt, plötzlich schwer angeschlagen, aber jetzt wird sie gerettet. Die noch größere Schweizer Bank UBS kauft den einstigen Konkurrenten auf. Es ist eine Megafusion, die größte seit der Finanzkrise 2008. Und trotz dieser Lösung sorgen sich weiterhin viele um die Stabilität der Finanzwelt. Eigentlich ist die Schweiz für Präzision und ihr Bankengeheimnis bekannt. Doch jetzt wird die einstige Schweizer Vorzeigebank Credit Suisse von der UBS übernommen. Die Liste an Problemen der Bank ist lang, unter anderem Milliardenverluste nach einer Hedgefondspleite und eine Geldbuße wegen eines Geldwäschefalls rund um einen mutmaßlichen bulgarischen Kokainhändlerring. Die Kunden verloren das Vertrauen, die Bank ihr Kapital. Die UBS wird mit der Fusion der zweitgrößte Verwalter privater Vermögen der Welt, nach Morgan Stanley. Manche Experten sehen die neue Megabank kritisch. Der österreichische Nationalbankgouverneur vertraut in den Finanzplatz Schweiz. Die Schweizer hat eine eigene, sehr starke Währung. Und die Schweiz hat eine lange Tradition in Finanzmärkten. Und die Schweiz hat im Finanzmarktbereich immer schon über ihren Ländergrößegewicht geboxt und plant das auch weiter zu tun. Ob die Fusion eine langfristige Stabilität am Finanzmarkt bringt, wird sich erst zeigen. Mit schwindelerregenden Summen wird da insgesamt jongliert. Weit weniger Geld sorgt bei vielen Mieterinnen und Mietern in Österreich für Kopfzerbrechen. In 12 Tagen steht die Erhöhung der sogenannten Richtwertmieten an, um fast 9% insgesamt. Außer es passiert noch was. Grüne und ÖVP stecken zwar noch immer in Verhandlungen um eine mögliche Mietpreisbremse, aber auch der heutige Tag hat die beiden Parteien da nicht näher gebracht. Der Vorschlag einer Mietpreisbremse ist heute im wahrsten Sinne des Wortes gebremst worden. Ab 1. April droht vielen Mieterinnen und Mietern damit eine kräftige Erhöhung um 8,6%. Denn statt der Mietpreisbremse schlägt die ÖVP jetzt eine Aufstockung der Wohnkostenzuschüsse um 200 Millionen Euro vor. Das sei sozial treffsicherer. Das bedeutet, dass egal, ob Sie in Wien in einer Richtwertwohnung wohnen oder im Burgenland in einer frei vereinbarten Miete oder in Salzburg ein Mietverhältnis haben,
dass sie hier entsprechend, wenn sie gewisse Einkommensgrenzen nicht überschreiten und es brauchen, dass es hier einen Beitrag gibt, um eben Härtefälle abzufedern. Damit dürften, wie befürchtet, die Richtwertmieten in Altbauten steigen. Von den Grünen heißt es auf ZIP-Anfrage: Aus unserer Sicht ist die Mietpreisbremse nach wie vor die sinnvollere Lösung. Sie entlastet jeden Monat und dämpft die Inflation. Selbstverständlich werden wir den neuen ÖVP-Vorschlag umgehend prüfen. Die Zeit drängt. Eine Einigung scheint aus jetziger Sicht in weiter Ferne. Die im Dezember 2021 eingesetzte Kommission zur Covid-Krisenkoordination, kurz GECKO, wird mit Ende März aufgelöst. Kanzler Karl Nehammer kommt damit einem Vorschlag der Kommission nach, heißt es. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass mehrere Mitglieder aus Ärger über die Regierung zurücktreten wollen. Der Kanzler hat der Kommission jetzt für den Einsatz gedankt. Karl Nehammer will nach Ostern einen Corona-Dialogprozess starten. Am Leopoldsberg in Wien hat der Frühling heute im wahrsten Sinn des Wortes begonnen. Wie es mit dem Wetter jetzt weitergeht, Manfred Meixner. Morgen kommt verbreitet die Sonne hervor. Ein paar dichtere Wolken ziehen vor allem im Norden und Osten Österreichs durch. Es wird morgen sehr mild bei Höchstwerten von 12 bis 20 Grad. Ähnliches Wetter stellt sich am Mittwoch und am Donnerstag ein. Meist wechseln Wolken und Sonnenschein. Dazu ist es weitgehend trocken und es wird noch eine Spur wärmer. Besser werden die Nachrichten nicht mehr, deswegen hören wir jetzt auf. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.